Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir starten heute einen neuen Versuch mit unserem lieben Freund, dem Blue Baby, den Hushfight zu schlagen, damit wir Zugang in The Void bekommen, um Delirious herauszufordern. Das ist das Ziel für heute mal wieder. Und wir fangen direkt mal den ersten Raum hier an. So. Wir haben ja vorgestern gelernt, dass wir uns... Wir haben zwar ein bisschen Zeit, aber wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Es ist nicht so, dass wir keine Zeit hätten. So. Einer nach dem anderen. Und, Man hört es vielleicht, aber ich bin auch heute noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das zu entschuldigen und einfach zu ignorieren. Ich hoffe, dass wir trotzdem erstmal Damage und HP abkriegen. Das ist doch schon mal ein gutes Item. Damit lässt sich doch mal was machen. So, und jetzt langsam aber sicher Richtung Boss. Okay, Nickel. Auch nicht schlecht. Noch mehr Bomben. Noch ein Nickel. Okay. Und da drüben sehe ich doch einen potenziellen Secret Room. Und den Small Rock. Nicht schlecht, nicht schlecht. Noch mehr Damage. Ah, nur ein Schlüssel, den behalten wir für den nächsten Item Room. Erstmal The Horns. So. Okay, kurz vergessen, was diese Champion-Form macht. Jetzt habe ich mich wieder daran erinnert. Das ist nicht nett, aber es ist okay. So, nochmal mehr Leben und dann geht's auch schon ein runter. Den Secret Room haben wir mitgenommen, von daher ist alles okay. So, Burning Basement 2. Wir haben eine Arcade. Das ist gut zu wissen. Okay, das hat gerade nicht funktioniert. So. Und wir haben Curse of Flush. Ja. Aber wisst ihr, was das Besondere ist? Es gibt genau eine Transformation, die wir noch nicht gesehen haben. Mindestens eine. Und tatsächlich braucht man dazu alle drei, Kacke-related Items. Poop, Flush und die Butt-Bombs. Und Butt-Bombs ist jetzt tatsächlich zum allerersten Mal das einzige Item, das uns fehlt. Das ist sehr interessant, falls wir die noch bekommen sollten. Wäre das schon richtig nice. Bad Trip, okay, toll. Hätte ich mal nicht machen sollen. So, komm schon. Na, gucken wir mal. Little Horn. Schön selber springen. Genauso ist gut. Okay. Hätten wir das, dann nehmen wir hier noch Mom's Pearls, Range und Luck up. Und dann bekommen wir hier natürlich die Auswahl zwischen zwei Items. Das ist natürlich super. Pillen. Infested. Und Lockdown. Ja. Nee. Ich weiß nicht, was drin ist. Das ist zu risikoreich.
Das ist zu risikoreich. Das hilft nichts. Wir gehen einen runter. Und... schauen mal, ob wir in dieser Ebene vielleicht tatsächlich noch die Buttbombs bekommen. Das wäre natürlich schon schön. So, erstmal die Spawner hier wegmachen. Die Spawner kommen jetzt dran. So. Schön da oben in der Ecke bleiben. Mates! Die haben auch einen Speed drauf. Ja, geh da unten rein. Ja, da ist auch gut. Da kommst du nicht mehr raus. Die Münze nehmen wir mit für potenzielle Shops. Oh, really? Eine Trollbombe. Oh, Alter. Das war knapp, als es sein müsste. So. Tja, da kann ich nicht Nein sagen. Auch wenn wir hier Reroll hatten und ich sehe gerade, wir haben Curse of the Maze, aber der Lead Pencil, jede 15. Träne ist das hier. Da kann ich nicht Nein sagen. Okay, das war leider nicht zu verhindern. Wir brauchen vielleicht den Schlüssel noch für den Shop. Curse of the Maze ist echt... So, gehen wir doch mal hier rein und eine Münze, komm, eine Münze für Steam Sale. Eine Münze, komm schon. Das ist ein langer Weg, aber der wird nicht umsonst sein, hoffe ich. Oh. Da ist auch unsere eine Münze. Sehr gut. Dann holen wir uns doch direkt mal Steam Sale. Ich sagte, wir holen uns direkt mal Steam Sale. Mann! Mann! Das kostet alles Zeit! Mann! Okay, wir sind einen Raum weitergekommen. Das ist auch okay. Beschwere ich mich mal lieber nicht. So, Gardi. Der Spawn-Only-Gardi, richtig? Trotzdem getroffen worden, das ist ein bisschen traurig. So. Speed up ist gut. Damit haben wir alles erreicht und können runter. So, ich nutze immer die Ebene Transition. Hallo. Beschweren wir uns mal nicht. Also ich muss die Ebene Transition immer ganz kurz um... Okay! Da kurz gedacht, Mensch, ich verbrate die ganzen Schlüssel für potenzielle Goldkisten, für potenzielle Items, aber das hat sich doch irgendwo gelohnt. Oh Gott! Erstmal Fate, wir können fliegen und bekommen noch einen Eternal Heart oben drauf und den Bag Extra Pilgrim. Chavi! Das
ist aber gut. So, Pretty Fly. Und noch Defense dazu. Das hat sich definitiv gelohnt. Einzige Nacht ist, dass jetzt der Kollege hier kommt. Das muss jetzt, muss der jetzt nicht sein unbedingt. Bleibt genau so. Okay, dann nicht. Oh, diese dummen Augen. Ich hasse es. Ich hasse diesen Bossgegner. Nein, nicht nochmal treffen lassen. Nicht nochmal treffen lassen. Ah. Okay. Es hat sich definitiv gelohnt. Wir können jetzt fliegen. Und sind jetzt Bodenfallen, egal. Das macht Räume wie diesen schon mal viel angenehmer. Noch eine Pretty Fly. Ich beschwere mich definitiv nicht. Meine Batterie dabei. Gar nicht aufgepasst, was ich hier aufsammle. Ich habe mich auf die Gegner konzentriert. So. 1, 2, 3. Da war eine Münze bei. Die nehmen wir noch mit. Und dann müssen wir zuerst zum Item Room. Und auf dem Weg. Nicht hier. Hier vielleicht. Wir haben ja so ein paar. Wir haben noch einen Schlüssel übrig. An die habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Ich habe kurz auf die Karte geguckt, wo denn potenziell noch Secret Rooms sein können. Hier zum Beispiel. Mehr Bomben. Wir verbrauchen auf der Ebene nichts. Fliegen. Komm schon! Ja, schade. So, wir sind auch relativ gut in der Zeit. Okay. Das ist nicht schlimm. So. Ein nach dem anderen. Hier ist ja mal wieder. Wow. So, noch mehr Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Da ist nichts rausgekommen. So, da muss hier unten ja irgendwann. Geht ja gar nicht anders. Der Item Room sein. Vielleicht die Fledermaus verpasst. Das ist unfassbar. So. Und so. Wir bekommen noch eine Pille. Helfer. Im Endeffekt, ein Soul hat mehr. Das ist okay. Oh, lass das. So, wir bekommen noch Fate's Reward. Wir haben Fate und Fate's Reward. Und 15 Münzen. Und Greed. Okay. Das ist das Einzige, was jetzt nicht hätte sein müssen. Aber im Umkehrschluss, wir haben ja auch. Steam Sale. Von daher. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn Greed den noch gedroppt hätte. Dann hätte ich mich auf den nächsten. Shop sehr gefreut. So.
Wir haben Fates Reward gekriegt. Genau. Dann sind wir jetzt definitiv. Nenner. Alles gut. Wir können die Ebene abschließen. Chat, komm her. Nein, was? Wir hatten doch 1,5 Herzen. Wie konnte der uns mit einem Hit platt machen? Wir hatten noch ein ganzes Soul Heart und ein Eternal Heart. What? Können wir etwa ein Eternal Heart als alleiniges Herz nicht besitzen? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Und wir sind gerade über der Zeit. Das ist... What? Ich meine, okay, ich habe mich schon geärgert, weil ich gesehen habe, ah, Mist, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen und ihm voll vor die Fresse gelaufen. Habe mich schon geärgert. Jetzt haben wir nur noch ein halbes Herz. Das könnte knapp werden. Obwohl wir das eigentlich schaffen, das Herz wiederkriegen. Aber wir sind instant gestorben. Das habe ich nicht gewusst. Ansonsten hätte ich noch ein bisschen bedachter gespielt. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich was anderes gemacht. Hätte ich das gewusst. Okay, wieder was dazugelernt. Man lernt eben nie aus. Aber gut. Ich danke dennoch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge, zu einem neuen Versuch. Dann wird es hoffentlich noch etwas besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Euer Matze. Ciao.